Ganz herzlich willkommen. Wir sind zu Gast auf dem Freiberger Hof der Familie Baumgürtel. Bei mir habe ich gleich zwei Gäste heute, und zwar Lucy Anouk Baumgürtel und Markus Hermes. Ihr zwei, erstmal tausend Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen und euch ein bisschen Zeit stehlen. Wie immer waren wir auch hier ein bisschen früher vor Ort und haben uns so einen kleinen Überblick verschafft. Und jetzt würde ich Markus bitten, nimm uns ein bisschen an die Hand und wir gucken uns einmal an, wo wir hier überhaupt sind. Ja, das ist unser Freiberger Hof, das sah man jetzt gerade schön in der Luftaufnahme. Das ist der Innenhof, hier der Ponystall, da sitzen wir gerade, das ist die schöne große Reithalle. Das rechts ist der Cabanas, auch ein Grand Prix-Pferd von mir. Genau, das ist eine sechsjährige Stute. Das ist meine ehemalige Auszubildende, jetzt Bereiterin bei uns, die haben wir übernommen. Ich hatte zwei Azubis, die haben wir beide übernommen, weil die beide einen sehr guten Job machen. Svenja Wippenhorst und Anna Muster, das sind unsere Fohlen, die stehen vor dem Haus. Da reitet Anna gerade auch noch eine selbstgezogene Sechsjährige, gerade beim Lösen. Genau, das ist der schöne große Außenplatz. Das ist der Massimo, den kennen ja auch viele. Die Bini, wir haben auch noch fünf Hunde hier rumlaufen. Das ist die Lucy mit der Sweetheart. Ihr aktuelles Juniorenpferd. Genau. Ja, der Hof ist denkmalgeschützt. Deswegen ist das natürlich hier alles gar nicht so einfach gewesen. Ihr habt das ja, Lucy, deine Familie hat es gekauft und hier umgebaut. Das war alles, glaube ich, ganz schön schwierig. Es gibt so ein Beispiel im Stall drüben. Markus, hast du mir vorhin gezeigt, was habt ihr da für einen Trick 17 angewendet, damit das noch besser mit dem Licht wird, weil Fenster reingeht ja nicht. Ja, das war genau das Problem. Also wir durften halt nicht mehr Fenster machen, gerade wegen des Denkmalschutzes. Und dann haben wir die Decke komplett rausgeschlagen. Das war eine Steindecke, was ja sowieso für Pferde jetzt auch nicht so gut ist. Und dann haben wir die Decke deutlich höher verlegt und aus Holz gemacht. Und dadurch kamen nochmal die Fenster, die oberhalb von der Decke vorher waren, so ein bisschen runter, beziehungsweise die Decke wurde ja höher und dann kam mehr Licht rein und dann musste man sich halt so helfen. Aber das ist insgesamt hier natürlich extrem kuschelig. Lucy, vielleicht nimmst du einmal das Mikrofon. Ich darf es mal so sagen, es ist extrem idyllisch, aber es ist ja auch ein Stück weit Pampa. Also das nächste, Münster ist der nächste Ort. Wie weit ist Münster? 4 Stunden bis 20 Minuten. Also ist ganz gut, ja. Also ist erreichbar, aber doch nicht so, dass man mal eben rüberschwappt, ne? Ja, denkst du manchmal, bisschen einsam hier oder genießt du das eigentlich? Doch, also ich würde sagen, wir genießen das. Vor allem Münster ist ja jetzt wirklich nicht weit weg, da kann man ja auch mal eben hinfahren. Und ich glaube, das ist ganz gut. Lucy, du hast ja ein volles Leben, ein Stück deines Lebens hängt und sie findet das hier sehr interessant. Sag uns doch einmal ganz schnell, wer hier so halb bei uns mit auf den Stühlen sitzt. Das ist der Lloyd, FH. Sie ist eine sechsjährige Stute. Markus hat sie auch hier zum Bundeschampionat qualifiziert. Und sie spielt womit? Mit meinen Goldmedaillen, die ich mit Massimo erritten habe. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer. 7 Goldmedaillen. Ich weiß nicht, was der größere Hammer ist. 7 Goldmedaillen von Pony-Europameisterschaften oder 2-mal Triple Gold. Das ist natürlich auch ein Oberhammer. Worauf kann man das überhaupt sagen? Worauf bist du stolzer oder was ist es für ein Gefühl, wenn du dir die so anguckst? Auf jeden Fall auf die Europameisterschaft 2016, weil wir damit so gar nie gerechnet hätten. Das war die erste, ne? Ja, genau. In Dänemark und da war ich auch sehr, sehr jung. Also ich war da 12. Und damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Wenn wir so dein Reiterleben, hätte ich fast gesagt, einmal Revue passieren lassen, ich glaube, da merkt man überhaupt schon mal, wenn man sich das alles so ablaufen lässt, was du schon alles erreicht hast. Und ich finde, das können wir ganz gut machen. Ihr habt nämlich einen sehr schönen aktuellen Instagram-Account. Und den lassen wir jetzt einmal ablaufen. Dann kriegt man mal so einen kleinen Überblick, was hier alles so passiert. Wer ist verantwortlich? Das macht ihr alle zusammen als Familie? Oder? Ja, eigentlich machen wir das alles gemeinsam. Und wir laden regelmäßig Beiträge hoch oder posten was in unserer Instagram-Story vom alltäglichen Training. Und genau, da kann man das alles ganz gut mitverfolgen. Wenn du dir das so anguckst, musst du manchmal denken, ey, holla, da ist echt schon viel passiert? Oder hast du das alles sowieso permanent präsent vor dir? Doch, also man ist natürlich immer erstaunt, aber auch sehr dankbar darum und sehr glücklich darüber.
Und du sagst, ihr macht das alles zusammen. Wer ist jetzt alle? Wer steckt dahinter, hinter der Familie? Also meine Schwester natürlich, meine Mama und ich. Natürlich jetzt auch zum Beispiel von Anna bekommen wir manchmal Videos zugeschickt von den Pferden, die wir dann auf die Instagram-Story hochladen. Also das machen wir schon so gegenseitig. Also es ist jetzt nie jemand, der das komplett macht. Wir machen das alles so ein bisschen gemeinsam. Deine Mutter spielt sowieso eine große Rolle. Sie ist nicht nur in Anführungszeichen Mutter, sie ist auch gleichzeitig oft deine Trainerin, besonders im Ponysattel. Ist das manchmal so ein bisschen schwierig, so als Mutter-Tochter-Training, oder geht das bei euch reibungslos? Also klar gibt es vielleicht mal ein paar Auseinandersetzungen, aber eigentlich haben wir jetzt nie ein großes Problem. Also eigentlich geht das immer sehr, sehr gut. Und trainierst du mit deiner Schwester oft zusammen oder läuft das sehr getrennt? Tauscht ihr auch mal die Ponys oder ist das, jeder geht so seinen eigenen Weg? Ja, also wir reiten auf jeden Fall parallel, weil sonst würde das nicht machbar sein. Wir reiten einfach am Nachmittag unsere Ponys und meine Schwester reitet auch mal die Füchse von mir, also Koriander und Classic Dream. Genau, und hat ja jetzt auch den Massimo übernommen von mir. Und ja, also wir tauschen ruhig auch. Also, du sagst so schön, wir reiten am Nachmittag. Wie viele Pferde reitest du denn so am Nachmittag? Also eigentlich immer 3 bis 4. Neben der Schule. Das heißt, du kommst nachmittags aus der Schule wieder und dann zacki zacki auf die Pferde und dann ist wahrscheinlich viel Platz für was anderes, ist wahrscheinlich nicht, oder? Nicht wirklich, nein. Du hast mal gesagt in irgendeinem Interview, was ich gelesen habe, Reiten ist mein Leben. Was genau bedeutet das für dich? Also es ist eine sehr große Leidenschaft für meine Schwester und für mich. Wir reiten jeden Tag und wir haben sehr, sehr viel Freude daran. Und ja, ich glaube, es ist einfach auch so ein Familiensport. Das ist es, glaube ich, bei euch auf jeden Fall. Das durften wir den Tag hier heute schon erfahren. Würdest du denn sagen, die Pferde, erst die Ponys, jetzt ja auch schon die Großen, haben dich geprägt, haben dich verändert irgendwie? Oder hast du irgendwas besonders gelernt dadurch? Ja, auf jeden Fall. Man lernt jeden Tag mehr. Was zum Beispiel? Mit dem Umgang der Pferde, wie man also aufpassen muss oder was man beachten soll. Und auch im alltäglichen Training natürlich lernt man jeden Tag dazu. Ja, nicht zuletzt vielleicht auch von Markus, aber ja, da kommen wir später dazu. Du hattest eine, darf ich das so sagen, abgefahrene Ponyzeit. Wir hatten ihn schon ganz kurz eben im Bild. Massimiliano hieß die Wunderwaffe. Aber das war ja auch erstmal eine ganz schöne Geduldsprobe. Du hast ihn gekriegt, das war 2014, Ende 2014. Dann seid ihr schön losgeritten und dann war der große Break. Erzähl uns davon. Ja, also Massimo musste durch Verletzung halt eine Zwangspause haben, ein Jahr lang. Und dort sind wir dann wirklich jeden Tag ins Gelände gegangen und es war wirklich nicht einfach. Du durftest, glaube ich, auch nur Schritt eigentlich, ne? Ja, richtig. Und genau, dann sind wir einfach täglich ins Gelände gegangen und so haben wir eigentlich das ganze Vertrauen bekommen. Ich glaube, das ist so auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen, weil wir uns dort besser kennengelernt haben und so einfach zusammengewachsen sind als Team. Du warst 11, als das war. Das war 2015. Als 11-Jährige ein Jahr lang mit dem Pony Schritt gehen, führen, reiten. Boah, gab es auch mal den Moment, an dem du gedacht hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr? Ja, also ich wusste, Massimo ist natürlich wirklich ein besonderes Pony. Ich habe ihn ja auch davor dann ein paar Monate schon geritten und dann bekommt man natürlich das Gefühl. Und ich wusste einfach, man braucht Geduld. Also, dass ich jetzt Euro gehe, hätte ich niemals erwartet. Das hätte ich mir nur erträumen können. Aber natürlich, ich habe jetzt nie gedacht, das ist jetzt total doof, dass wir nur Schritt gehen können. Es zahlt sich ja auch im Endeffekt immer aus. Das muss man sich aber, glaube ich, mit 11 schon ein paar Mal sagen. Du hattest aber wahrscheinlich noch auch andere Ponys in der Zeit, ne? Ja, sonst. Ich hatte die Möglichkeit, dann noch den Wilkie May auszubilden in FI-Sport. Und dann hatte ich natürlich noch den Don Miguel, mit dem ich dann ganz viele FIs immer gestartet bin. Und das war so auch ein bisschen mein Schoolmaster. Mit ihm habe ich echt sehr, sehr viele Erfolge gefeiert und ich habe ihm super viel zu verdanken. Aber vorher war noch einer, der war auch ganz wichtig, der steht da hinten, den haben wir gerade sehr schön dreckverschmiert von der Koppel gesehen, dann ist er hübsch gewaschen worden. Wer ist das? Und das war eigentlich ja ein Springpony, ne? Ja, also den Falki, den haben wir quasi am Telefon gekauft, weil es total schwierig war, irgendein kleines, noch etwas liebes Pony zu finden. Und dann stand er dort in eine Schleife eingepackt und dann haben wir ihn so ein bisschen umfunktioniert als Springpony zum Superpony. Und meine Schwester und ich sind dann immer parallel gestartet. Sie zum Beispiel Vierzügelklasse, ich Reiterwettbewerb.
Und ja, das war so der Anfang. Du hast natürlich richtig gesagt, Massimo hat inzwischen deine Schwester. Du hast ihn 3 Europameisterschaften geritten. Wir haben es gerade schon gesehen, 7 Goldmedaillen mitgebracht. Es sind sieben Gold. Besser geht's nicht. Aber gibt's eine, die deine Oberlieblingsgoldmedaille ist? Ich würde sagen, die Einzelwertung in Dänemark, also 2016, meine allererste Europameisterschaft, weil niemand damit gerechnet hätte. Klar, wir haben uns immer gesteigert und immer verbessert, aber dass wir jetzt Gold holen können auf der Europameisterschaft, damit hätte ich auch wirklich nicht gerechnet und ich glaube, niemand so richtig. Bist du denn nervös gewesen? Deine Mutter sagt ja, du hast unglaublich gute Nerven. Ja, das stimmt, aber ich glaube schon, dass man dann so ein bisschen an der allerersten Europameisterschaft schon sehr nervös ist und aufgeregt, was so passieren könnte und wie es so wird. Jetzt bist du zur zweiten Europameisterschaft gefahren als dreifache Europameisterschaftssiegerin. Das ist ja schon ein Druck. Vielleicht gar nicht, den du dir selber machst, aber von außen, oh, ey, guck mal, die hat letztes Jahr gewonnen. War das was dich belastet hat oder konntest du das abschütteln? Ich denke, man kann es nicht komplett abschütteln, aber man versucht natürlich immer, das auszublenden. Ganz funktioniert so oder so nie, aber man versucht einfach immer ganz gelassen an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, das hat sich ganz gut ausgezahlt. Du reitest ja auch parallel immer noch Ponys. Ja. Die ist manchmal mit deiner Schwester zusammen an den Start. Dann haben wir mal so geguckt, mal hat sie die Nase vorn, mal hast du die Nase vorn. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Ihr seid neulich sogar mal eine Dressurpferde A, glaube ich, mit den Ponys hintereinander weggeritten auf einmal. Ist das cool oder ist das dann schon so ein bisschen Konkurrenz? Nein, also Konkurrenz eigentlich überhaupt nicht. Wir gönnen es uns wirklich gegenseitig. Wir sind ein Team und wir unterstützen uns auch gegenseitig und wir sind einfach immer für uns da und ich glaube, das sollte auch so, man sollte es nicht als Konkurrenzkampf ansehen, weil wir haben jetzt auch nicht zum Beispiel, das eine Pony gehört nur mir oder das eine Pony gehört nur ihr. Also ich glaube, da sollte man nicht ganz so verbissen rangehen. Das ist gut, dass du das schon so gelassen sehen kannst. Jetzt ist ja eigentlich dieses Jahr schon der totale Hammer passiert. Deine Schwester ist für die Europameisterschaft nominiert mit Massimo und du auch, Junioren. Das war eigentlich fast ein Schock, oder? Damit hätte am Anfang des Jahres auch überhaupt niemand gerechnet. Nee, auf keinen Fall. Erzähl uns mal von deinem Partner, von Sweetheart. Ja, sie ist für mich wirklich ein sehr, sehr besonderes Pferd. Ich habe sie das allererste Mal Ende 2017 geritten. Und dann sind wir hier an unserem Heimatverein auch schon mal eine M2 Sterne gegangen im Dezember 2017. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Wir haben geübt. 2018 habe ich mich dann noch auf die Ponys konzentriert. Und dann Ende 2018 bin ich mein erstes internationales Turnier in Aachen Youngsters gestartet. Und haben wir ein bisschen international geübt und sind auch S-Dressur gegangen, haben 3 S gewonnen. Und dann durch die Erfahrung hat sich das so ergeben. Und wie genau und wie zusammen ihr schon gewachsen seid, das haben wir vorhin schon mal in einem Filmchen festgehalten. Den gucken wir uns jetzt an. Na, hallo ihr zwei. Da hast du ja mal schön Türchen öffne dich gespielt. Ja. Die Nummer verrätst du uns, oder? Nein, war ein Scherz. Quatsch, um Gottes Willen. Wo kommt ihr jetzt her? Wir wollen jetzt gerade ausreiten. Ihre tägliche Runde, die wir immer entweder vor oder nach dem Reiten gehen. Genau. Und sie sieht extrem entspannt aus. Ist sie immer so entspannt oder liegt das irgendwie heute am Tag? Also eigentlich ist sie immer sehr, sehr entspannt. Klar kann sie auch mal irgendwie in sich aufgewühlt sein, aber sie ist eigentlich immer die Ruhe selbst. Und das ist ihr auch vollkommen wurscht, dass sie keinen Kumpel dabei hat. Da hinten stehen ein paar auf dem Paddock, aber sie ist sehr unabhängig, heißt ruht in sich selber? Ja, das stimmt. Also die macht echt so, sie geht ihre Richtung und entspannt ganz in sich. Ah, das ist aber schon mal sehr, sehr viel wert. Ne? So, und jetzt biegen wir hier ab in Richtung Hauptstall zu ihrer Box, nehme ich an. Ja, genau. Und jetzt kommt, glaube ich, das, was sie besonders gerne hat. Einmal schön Dusche, kalte Beine. Ja. Lucy, erzähl uns einmal, hier steht sie so schön, deine Sweetie. Was ist das ganz Besondere an ihr? Also sie kämpft einfach immer für den Reiter, sie ist immer präsent und sie gibt einfach immer ihr Bestes. Das ist aber schon noch eine kleine Prinzessin, oder? Ja, guck mal, auf jeden wie sie Fall. Sich hier hinstellt, ein kleines Model.
Ist das eher so ein Typ, mit dem man abends auch mal einen trinken geht? Oder ist sie lieber so der Typ zu Hause, Ruhe? Was würdest du sagen? So beides. Also ich glaube, sie mag beides sehr gerne. Sie hat ein bisschen Action auch gerne, aber sie ist entspannt auch in ihrer Box oder auf dem Paddock oder geht gerne grasen. Und ja. Also wenn wir jetzt mal in ihr Gesicht gucken, da steht eigentlich drin, ich bin sehr neugierig, aber so ganz traue ich dir nicht. Kann das hinkommen? Ja, doch. Also eigentlich ist sie nie ganz schüchtern. Sie ist sehr selbstbewusst eigentlich, aber immer so die Ruhe selbst. Das ist eigentlich die perfekte Mischung. Ja, das stimmt. Oder? Ja, und immer top motiviert und macht immer super mit. Also dieses Ausgeglichene, ich meine, wir sehen hier auf dem Platz, da hinten sind die Paddocks, du sagst gerade, ihr wart schöne Runde ausreiten, das macht ihr jedes Mal. Ja. Ich hätte fast gesagt, wie macht ihr das, dass sie so ausgeglichen ist? Ist das, wie oft kommt sie raus, was ist ihr Rundumprogramm hier? Ja, also wenn ich in der Schule bin, geht sie immer spazieren und 30 Minuten täglich grasen und entspannt dann, kann sich erstmal alles schön angucken, das macht sie auch sehr gerne, sie glotzt gerne in der Gegend rum. Und, später komme ich dann und dann reite ich sie und dann gehen wir meistens eine Runde ausreiten und dann reite ich sie. Sie geht am liebsten auf den Platz und dann, genau, das ist eigentlich so. Also wenn es mal ein bisschen nieselt, seid ihr auch nicht Weicheier, hätte ich fast gesagt, nein. Und geht gleich in die Halle. Ihr seid richtige Draußenreiter, ja, ne? Doch, eigentlich schon. Ja. Na, gucken. Na, dann bringen wir sie jetzt mal rein. So, jetzt sind wir auf dem Wege zum Abspritzen. Machst du das immer alles selbst, rund ums Pferd, oder hast du da auch Hilfe? Weil ich meine, mit Schule und Reiten, das ist ja auch schon eine ganze Menge, ne? Ja, also auf jeden Fall hilft uns jemand, also meine Schwester und mir, nach der Schule, weil wir auch immer mindestens 3 bis 4 Pferde reiten, also eigentlich täglich immer 3 bis 4 Pferde reiten. Also und das würden wir, das würden wir sonst eigentlich nicht schaffen. Mhm. Aber offensichtlich seid ihr ja ein sehr eingespieltes Team. Die hat ja ein Grundvertrauen zu dir. Wie würdest du denn das Vertrauen oder sag ich mal, die Beziehung zwischen euch beschreiben? Ja, also wir vertrauen uns gegenseitig. Zum Beispiel, ich kann mit ihr am langen Zügel ausreiten gehen. Ich kenne sie so ein bisschen in- und auswendig. Und, so ein bisschen in- und auswendig, ja, ist aber auch eine schöne Formulierung. Und ja, doch, das spiegelt sich eigentlich immer ganz gut. Wie viel Zeit hast du neben dem Reiten mit ihr? Ich meine, du sagst gerade selber, ihr habt Schule. Wann kommst du von der Schule ungefähr nach Hause? Also es ist unterschiedlich. Meistens bin ich so um 15 Uhr, 15.30 Uhr am Stall. Ja. Das ist ja schon ein strammes Programm. Ja. Das heißt, so viel Zeit jetzt mit ihr grasen gehen oder wie jetzt so sie selbst betütteln, hast du gar nicht? Oder nimmst du dir die Zeit? Schaffst du das? Also ich versuche es, aber am Wochenende habe ich natürlich dann die meiste Zeit und gehe dann auch mit ihr grasen und spazieren, ja, so das tägliche Programm für sie. Jetzt habt ihr sie ja von der Auktion gekauft, da warst du noch richtig lütt, haben wir gerade gesagt, wenn du warst 8. Ja. Heißt, selbst aussuchen war doch noch ein bisschen früh. Ja. Jetzt hast du so schön gesagt, das hat sich ergeben. Wie hat sich das denn ergeben? Ja, also Markus hat sie halt zuerst geritten und sie war auch sehr erfolgreich. Und die war bei der WM, ne? Ja, genau. Und dann hat sich das eigentlich auch wirklich so alles ergeben. Ich habe sie das erste Mal im Herbst 2017 geritten. Kannst du dich noch daran erinnern? Das allererste Mal? Ja, und genau. Und dann hat sich das so alles eingespielt. Und dann bin ich im Dezember 2017 mein erstes Turnier mit ihr gegangen. Wie war denn das allererste Mal auf ihr? Hast du gedacht, oh je, oder hast du sofort gesagt, ja, das ist es? Nein, also ich wusste natürlich jetzt auch schon vom Umgang, dass sie total brav ist. Und aber es war natürlich, ich war damals auch noch sehr klein und es war natürlich ein ganz anderes Gefühl als auf eine Pony. Ja, eine ganz andere Übersetzung. Und ja. Soll ich was abnehmen? Achso, danke. Und dann hat das aber offensichtlich ja doch sehr schnell sehr gut mit euch funktioniert. Ja, ne? Dann habe ich sie regelmäßig geritten durch die Unterstützung von Markus. Und dann sind wir zu unserem Heimatverein mal ein Turnier gegangen, Emzler Sterne. Und das hat dann auch schon ganz gut geklappt. Und dann hat sich das wirklich so ergeben. Was würdest du denn sagen, die Umstellung von Ponys? Ich meine, wir wissen alle, du warst hocherfolgreich Ponyreiterin.
aufs Großfeld, auf Sweetie, was war so das Schwierigste? Das Schwierigste kann ich gar nicht mal so sagen. Es war generell, also die Basics kennt man ja schon von den Ponys. Danke. Ist eigentlich dasselbe, ne? Ja, schon. Also klar, die fliegenden Wechsel muss man lernen und so. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber eigentlich so das komplette Grundkonzept kennt man. Ist jetzt nur die Riesenübersetzung mit dem, zum Beispiel mit dem Mitschwingen. Und dass man dann viel kleiner auf dem Pferd ist. Und man ist viel kleiner auf dem Pferd gefühlt. Und okay. Dann, ja, von den Ponys ist das natürlich schon immer eine Riesenumsetzung. Aber ich denke, nach viel Üben geht das dann auch. Ja, und jetzt ging das ja alles sehr schnell. Als 2018 war im Prinzip dein erstes richtiges Jahr mit ihr, ja, ne? So mit den Turnieren, ja. Was war so das coolste 2018? Ja, ich würde sagen, unser erster S-Sieg zusammen. Mhm. Also meine erste S-Dressur. Warst du denn aufgeregt? Deine Mutter sagt ja, du bist cool. Eigentlich schon, ja, aber dann ist er natürlich schon aufgeregt. Ja, aber das war so der größte Erfolg, würde ich sagen, 2018 mit ihr. Ja. So, und jetzt dieses Jahr habt ihr ja nun den Sprung nach ganz, ganz oben geschafft. Ja. Ihr seid bei der Euro dabei. Ist das eigentlich immer noch sowas, da musst du dich selber zwicken und hallo, so schnell gegangen, so schnell haben wir es gar nicht erwartet. Ja, also damit hatten wir echt nicht gerechnet. Klar, wir haben schon mal international ein bisschen geübt, aber dass wir zur Euro kommen, davon ist niemand so richtig ausgegangen. Und ja, also... Ja gut, das ist dann schon meine, die Erfolge haben es ja praktisch geschehen, ja, oder? Ja, also seit dem Preis der Besten waren wir dann so richtig gut bei den Sichtungen dabei. Und dann genau, hat sich das auch so ausgezahlt, sodass wir zur Euro nominiert sind. Wie ging denn das dann? Klingelte das Telefon und dann wurde gesagt, ihr seid dabei? Oder war das live? Oder? Also das war nach der Einzelwertung. Mhm. Und dort wurden wir, also saßen alle dann am Tisch und dann wurde die Nominierung halt bekannt gegeben und dann wurden noch ein paar Informationen gesagt und so weiter. Und genau, das war nach der Future Champions. Das heißt, es wird deine erste Euro auf dem Großfeld. Ja. Das ist schon noch mal was anderes. Ne? Nichtsdestotrotz, ja, ist da eine Erwartungshaltung von dir auch, weil du bei den Ponys ja nun wirklich ganz, ganz, ja, ganz oben mitgemischt hast. Oder ist das ein Stress, den du dir nicht machst? Also eher nicht, weil ich meine, es ist mein erstes Juniorenjahr so richtig mit Sweetheart. Und wir hätten damit so oder so nie gerechnet. Also ist eine Euro-Nominierung schon mal was ganz Besonderes. Mhm. Und ich glaube, wir sind dann zufrieden, wenn wir einfach 2 bis 3 schöne Runden drehen und einfach zufrieden mit uns selbst sein. Ich glaube, das ist dann die beste Erfahrung für eine Europameisterschaft, dass man erstmal so ein bisschen das Gefühl bekommt. Mhm. Und ja, also es ist schon wirklich auch ein großes Geschenk, dort erstmal mitreiten zu dürfen. So. Das ist es wohl definitiv. Ja. Aber auch ein Riesenkompliment, das muss man mal schon so sagen. Ne? So, und jetzt kommt sie in ihre Box. Ja, genau. Also so entspannt, wie die jetzt hier steht, ist sie immer, sagst du. Die ruht in sich selber. Die, ja, holt sie ganz oft raus. Das ist sicher Teil dieses Erfolges. Ja. Ist so ein Konzept, was ihr insgesamt hier, glaube ich, aber lebt. Ja, oder? Doch. Also die Pferde kommen täglich immer raus. Das ist auch sehr wichtig als Ausgleich. Mhm. Und ja. Macht ihr denn auch Stange? Mag die mal eine Stange? Macht die Stangenarbeit oder macht ihr sowas eher nicht? Sie ist manchmal ein bisschen dickköpfig. Aber deshalb ist das nicht immer allzu praktisch mit Stangen und so. Aber, was heißt das? Sie will nicht drüber? Sie geht drüber, aber sie findet ihre Beine dann nicht in der richtigen Form und so weiter. Also es ist manchmal etwas kompliziert, weil sie halt auch relativ entspannt ist. Aber eigentlich ist sie komplett unkompliziert. Man kann eigentlich alles mit ihr machen. Ja, aber ich glaube, in Dressur ist sie am besten aufgehoben. Ja, das scheint ganz offensichtlich, ja, ihr Ding zu sein. So, Sweetie, dann würde ich sagen, genieß den Rest des Tages. Und abends geht ihr noch mal rund durch die Ställe und guckt, macht ihr so einen abendlichen Rundgang oder was ist so der letzte Kontakt zwischen dir und Sweetie am Tag? Ja, auf jeden Fall. Also nachdem ich halt auch die Ponys geritten bin, meistens reite ich sie als erstes
Und dann später gehe ich natürlich noch mal um den Stall. Und dann abends ist dann auch noch eine Auszubildende, die hier bei uns schläft und macht hier so die genannte Nachtfütterung um 22 Uhr. Und eigentlich sind die Pferde immer ganz betreut. Also um 22 Uhr geht es ja, nochmal genau. Nachts. Ja, jo, also das ist so. Mal hier die Luxusnummer. Okay, jetzt die Zeit bis zur Euro, Lucy. Drehst du die Däumchen? Kannst kaum warten, dass es losgeht? Oder bist du jetzt ganz froh, dass du noch ein ganz bisschen Zeit hast? Viel ist es ja sowieso nicht mehr. Ja, also ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir trainieren fleißig, aber wir machen uns da jetzt auch nicht so einen großen Stress. Aber wir freuen uns natürlich schon riesig. Würdest du denn sagen, du bist sehr ehrgeizig? Ja, würde ich schon sagen. Aber wir versuchen natürlich immer, den Druck abzulassen und einfach versuchen, so entspannt wie möglich nur dran zu gehen. Mhm. Weil sonst überträgt sich das halt aufs Pferd und soll ja dann immer noch harmonieren und einfach stressfrei zugange gehen. Das klingt so sehr professionell eigentlich fast schon. Machst du irgendwas mit dem Personal Trainer? Nein, gar nicht. Gar nicht. So einfach dein, so dein eigener aus Personal. Dem Gefühl. Ja. Na dann. Tschüss, Süße. Tschüss, Lucy. Dann würde ich mal jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, euch beiden viel Glück bei der Euro. Also ich glaube, da haben wir einen sehr schönen Einblick schon mal gekriegt in das tägliche Training von euch beiden, vielmehr in euer tägliches Zusammensein. Wir haben schon gehört, Mentaltraining brauchst du nicht. Du machst einen wirklich extrem ausgeglichenen Eindruck, eigentlich genau wie Sweetie so ungefähr. Aber du machst einmal die Woche Physio, ne? Das ist richtig. Warum machst du das oder vielmehr, was macht ihr da? Ja, wir machen halt Übungen, gegebenenfalls werden wir getaped oder halt an den Problemstellen vom Rücken zum Beispiel wird gearbeitet. Das machen meine Schwester und ich dann immer gemeinsam, einmal pro Woche. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgleich. Ich glaube, das kann auch nicht schaden, auf jeden Fall. Denn zu Zusatzsport hast du wahrscheinlich gar keine Zeit, oder? Ja, also sonntags morgens trainieren wir manchmal, aber sonst kommt man da leider nicht oft zu. Jetzt warst du ja schon auf 3 Europameisterschaften. Dieses Mal geht's nach San Giovanni, nach Italien. Was war bisher dein Lieblingsort? Weil ihr seid ja schon international auch ganz schön rumgekommen. Ja, neben der Europameisterschaft 2016 in Wilhelmsburg würde ich auf jeden Fall sagen, das Dressurfestival Maria Kallnock, das immer im Mai ist. Da waren wir jetzt auch schon 2-mal hintereinander. Da ist immer Pony-Nationenpreis und es ist echt immer sehr schön, dort starten zu dürfen. Warum ist das so schön? Was ist da anders als sonst wo? Also auf jeden Fall eine mega tolle Atmosphäre und einen Pony-Nationenpreis hat man leider nicht allzu oft. Mhm. Und das ist natürlich dann schon immer etwas sehr Besonderes. Und wenn du auf solche großen Turniere fährst, da fährt, glaube ich, die ganze Familie. Ne? Ihr macht da manchmal auch so ein bisschen Urlaub fast ein paar Tage, wenn es geht. Und ich glaube, dein Trainer fährt auch mit, oder? Ja, also Markus fährt auch sehr, sehr oft mit. Dann wollen wir mal hören, was er uns jetzt so zu erzählen hat. Markus, ganz eigentlich, weiß ich, wolltest du Tierarzt werden, ne? Genau, das war eigentlich jahrelang mein Ziel. Also das war jetzt nicht nur so ein Kindheitsding, sage ich mal, aber das war schon seriös so. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Tierarzthelfer in der Pferdeklinik, in Pferdeklinik Burgmüggenhausen. Mhm. Und das habe ich auch gemacht, weil ich keinen Studienplatz gekriegt habe. Das war damals nicht so einfach, weil der NC sehr, sehr hoch war und das habe ich leider nicht geschafft. Genau, und dann habe ich zur Überbrückung halt eine Lehre gemacht, auch abgeschlossen, auf 2 Jahre verkürzt und habe mich dann aber entschieden, doch erstmal ein bisschen zu reiten. Also das ist jetzt ein bisschen gemogelt, die Antwort. Du hast dich nicht einfach entschieden, so viel ich weiß, kam da eine Telefonnummer in die Quere. Genau. Also erzähl uns doch mal kurz, wie das so war. Ja, das war damals olympisches Jahr. Und ja, klar hat man das verfolgt. Also ich bin damals jetzt auch nicht irgendwie besonders erfolgreich geritten. Ich habe bis dahin ja auch nur eigentlich junge Pferde, angeritten oder halt so ein bisschen Dressurpferde oder Reitpferdeprüfung geritten. Hatte aber auch eine Stute damals von Albert Schuh, der mir auch sehr geholfen hat da in den Anfängen mit den jungen Pferden. Und diese Stute war auch ein bisschen schwierig. Die durfte ich dann von denen reiten. Die haben die mir quasi zur Verfügung gestellt. Der hat mir immer auch mit dem Training geholfen und gesagt, wie man so eine Traversale reitet und sowas, weil ich das bis dahin eigentlich gar nicht so gemacht hatte und da konnte ich so schon ein bisschen auf jeden Fall lernen,
was so in die Richtung M geht. Die macht dann nachher auch Serienwechsel und so ein bisschen Piorette. Ich bin ja gespannt, wann du zu meiner Telefonnummer kommst. Genau. Oder hast du die schon? Genau, jetzt bin ich ganz davon abgekommen. Aber das waren so die Anfänge, aber ich hatte wenig Erfahrung, sage ich jetzt mal, mit der weiteren Ausbildung. Und ja, dann habe ich halt Olympia gesehen und ja, war so ganz begeistert. Dann damals von Huberto Schmidt, der hatte ja Vansuela Suerte in dem Jahr. Das war 2004 in Athen, genau. Ne? Und der war dann halt auch mit Pferden bei uns Kunde in der Klinik und dann habe ich aus dem Computer die Nummer geklaut und einfach da angerufen. Und dann hast du angerufen, hast gesagt, hallo, ich bin der Markus und ich möchte jetzt bei Ihnen reiten. Genau, ich habe einfach gefragt, ob es grundsätzlich möglich ist, eine Lehre zu machen, also zum Pferdewirt. Und das war möglich, aber dann bin ich Probearbeiten gegangen und dann bin ich nochmal Probearbeiten gegangen, jeweils eine Woche und ich glaube beim dritten Mal war ich dann entweder so nervig oder habe dann doch irgendwie überzeugt, dass ich dann die Lehrstelle bekommen habe. Also. Und dann hast du deinen Pferdewirt gemacht, genau. Bist Pferdewirtschaftsmeister inzwischen? Habe ich danach auch noch da gemacht, also ich hatte die Möglichkeit dann das währenddessen zu machen und war dann insgesamt 7 Jahre da. War dann noch 1,5 Jahre bei Rudolf Zeilinger und bin jetzt 5 Jahre am Freiberger Hof. Gab es schon mal einen Moment, in dem du gedacht hast, verdammt nochmal, ich habe mich falsch entschieden? Also falsch entschieden weiß ich nicht, aber ich meine, ich glaube, das hat man in jeder Branche, dass man mal irgendwie auch das Gefühl hat, man läuft gerade in eine Sackgasse und kommt vielleicht nicht weiter, und aber dann auf einmal geht's wieder. Ich glaube, es geht nie irgendwie steil bergauf immer und man ist immer positiv, aber man muss halt immer wieder versuchen, eine Lösung für ein Problem zu finden und dann weitermachen und ja, sich bemühen. Und wenn der eine Weg nicht geht, dann halt vielleicht einen anderen Weg gehen, der zum Ziel führt. Ich bin ja eigentlich fast erstaunt. Ich habe gedacht, es kommt ein total vehementes Nee, habe ich nie bereut, weil du bist ja irre erfolgreich. Es läuft sportlich sehr gut, glaube ich, jetzt einfach mal sagen zu dürfen. Kannst du gleich nochmal sagen, ob du das auch so siehst. Als Trainer hast du mega Erfolg. Ihr habt hier eine Idylle auf dem Land. Da bin ich jetzt ganz erstaunt, dass du doch zögerst. Aber du bist, glaube ich, der selbstkritische Typ. Ist das ein bisschen der Punkt? Sehr, ja. Ich bin schon sehr, sehr selbstkritisch. Das merkt man. Du bist ja hier, klar, du trainierst die Pferde, aber du bist auch bei Lucy beim Training oft dabei, bei Sweetheart, glaube ich, ganz. Hast dir auch das Sweetheart erst selber geritten. Lucy kurz weghören. Was macht denn jetzt mehr Spaß, reiten oder trainieren? Könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Ich finde, das macht beides Spaß. Und vor allen Dingen, wenn das so erfolgreich ist. Und jetzt muss ich natürlich sagen, bin ich in einer sehr privilegierten Situation, dadurch, dass die beiden einfach wirklich sehr, sehr talentiert sind und auch einfach mega ehrgeizig und auch die Fähigkeit haben und auch immer hatten. Also ich meine, ich habe die kennengelernt, da waren die 9 und 10. Und das war immer so, dass die Fähigkeit hatten, sich einfach so extrem konzentrieren zu können. Also ich meine, in dem Alter, und die haben auch damals schon nicht nur ein Pony dann geritten, und das so durchzuhalten und ein Pensum an den Tag zu legen, finde ich sehr beachtlich. Manchmal denke ich wirklich, dass ich das heute noch nicht so kann. Also das ist wirklich schon eine Fähigkeit, da ist auch Talent und das muss man auch erstmal so können. Und ich glaube, das macht es mir als Trainer dann in dem Moment auch also deutlich leichter. Also wenn man mit talentierten Leuten zusammenarbeiten kann. Wir haben natürlich auch wirklich tolle Ponys und Pferde und ja, teilweise aus eigener Zucht und teilweise sehr, sehr, sehr jung gekauft auch. Ja, und das sind natürlich auch Möglichkeiten, die auch jetzt nicht jeder so hat, sage ich mal. Aber das erleichtert natürlich einiges auch. Sehr, sehr jung gekauft. Da ist hier einer, der heißt Abeglin. Klar, da fängt er schon an zu strahlen. Du hast ihn zwar nicht ganz, ganz jung mitgekauft, aber doch sehr früh unter deine Fittiche gekriegt. Und genau. Auch den haben wir heute schon mal mit dir zusammen besuchen dürfen. Und ich würde sagen, auch das gucken wir uns jetzt hier einmal in Ruhe an. So, Markus, jetzt sind wir hier in einer ganz besonderen Box, wenn ich genau. Das so sagen darf. Man sagte mir, hier steht dein Sohn. Genau, das ist der Spitzname. Warum? Ja, weil der irgendwie mehr darf als andere und weil ja alle immer sagen, ich würde den halt behandeln wie meinen Sohn. Und ja, der hat halt so ein paar extra Würste, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, ich finde,
der bringt so viel mit, da darf man sich das dann auch rausnehmen mal. Sag uns doch mal so ein Beispiel für einen so eine Extrawurst. Also zum Beispiel, ich reite den eigentlich immer zweimal am Tag. Und beziehungsweise hole ich den zumindest zweimal aus der Box und morgens reite ich ihn immer als allerersten. Wenn du das nicht machst, ist er sauer? Aber so ein bisschen Tagesablauf hat er schon. Also wenn ich dann nachmittags reite, dann merkt man schon, dass es irgendwie ein bisschen anders ist. Dann ist er schon, er ist ja ein Pferd mit sehr viel Energie. Und dann, wenn der Abstand dann doch schon wieder etwas größer ist, dann merkt man schon, dass er doch dann so ein bisschen heißer ist nachmittags als morgens. Und morgens habe ich einfach auch mehr Ruhe und noch die meiste Konzentration und irgendwie dann bin ich ganz alleine hier und das habe ich mir so angewöhnt mit dem und das funktioniert gut und dann, ja, haben wir das jetzt immer so beibehalten. Und nachmittags reite ich ihn entweder nochmal Schritt eine Stunde, wenn ich mit den Mädels Unterricht mache. Also während des Unterrichtens, genau. Ganzen dann, ja. Oder ich führe ihn oder ich gehe eine Stunde grasen oder irgendwas auf jeden Fall nochmal. Also jetzt nicht reiten in dem Sinne, ja, dass er wirklich trainieren muss oder sowas oder sich anstrengen muss, aber einfach nur, dass der nochmal Schritt geht für Bewegung, Kondition und einfach, ja, damit er auch beschäftigt ist, das braucht er auch so ein bisschen. Ja, also, das hört man schon mal raus. Ja. Also er ist ja schon, sagst du ja selber, er ist so ein bisschen übermotiviert hier und da, das macht ja er schon auch mal in der Box deutlich, ne? Ja, oder? Doch, das macht er auch schon mal ganz gerne. Dann steht er da und schlägt aus und ja, das ist ja oder wird jetzt ein bisschen unruhig. Aber ja, gut. Aber so hat ja jeder seine Macken, ne? Also ja? Ah, ja, auf deine Macken kommen wir dann gleich. Ja. Okay, so, jetzt habt ihr sowas, was ihr am liebsten mittags macht, wenn es nicht regnet. Es regnet nicht, ihr geht am liebsten grasen, hast genau. du mir erzählt. Ja, nachmittags mache ich es meistens. Ne? Wenn ich dann alle so fertig habe, geritten habe, dann mache ich das nachmittags oder abends. Gehen wir dann nochmal raus und dann... Jetzt frage ich echt blöd, ja? Ist das dann schon auch so eine Art Zwiegespräch zwischen euch oder würde ich da jetzt etwas übertreiben? Naja, wir unterhalten uns jetzt nicht dabei, aber also das ist irgendwie, ja, hat sich so eingebürgert und ich mache das auch echt gerne irgendwie, das ist so einfach ein bisschen Ruhe dann am Tag auch für mich und ja, denk dann vielleicht nochmal über Sachen nach, die gut gelaufen sind oder die halt weniger gut gelaufen sind an dem Tag und ja, mach mir da auch meine Gedanken zu, was man ändern könnte oder was man verbessern könnte. Okay. Ja, und das ist einfach dann so, genau, dreh dich mal um hier. Ja, ich war schon so ein bisschen on Tour hier raus. Dann würde ich sagen, wir lassen dich mal ein bisschen zum Nachdenken kommen, wobei ich ein bisschen dazwischen quatschen werde, aber dann laufen wir einfach mal Richtung Grasen los, ja, oder? Ja, genau. Wenn du einfach hier raus, das will er nicht kommen. Ich habe ja gar keinen Bock heute. Doch, der kommt schon. Aber schon so Gamaschen machst du sicher ist sicher? Ja, also das mache ich immer. Weil der auch schon mal wirklich dann auch mal ganz gerne ein bisschen rumspringt oder so. Das kann schon mal passieren, wenn er irgendwie, dass die Pferde stehen ja auch auf dem Paddock nebenan, wenn da mal einer springt oder so, dass er sich einfach nicht verletzt und anschlägt und, oder ein Überbein kriegt oder so. Das ist ja einfach auch nicht nötig. Nee, nee. Sag mal, der sieht unter dir, wenn du ihn reitest, eigentlich gar nicht so groß aus. Wenn ich jetzt hier so lang laufe, der ist doch ein Stück größer, als ich dachte. Was hat er für ein Stück? Ja, 1,80 hat er. Also der ist schon doch sehr groß. Aber das wirkt halt nie so groß, weil ich halt auch sehr groß bin. Ich bin auch über 1,90, 1,93 und ja, habe einen sehr langen Oberkörper. Dann brauche ich schon ein großes Pferd, damit die das mal abdecken, ja. Aber ehrlich gesagt, also ist ja ein stimmiges Bild, gar keine Frage. So, der kennt das Ziel, ganz offensichtlich. Sehr zielstrebig Richtung Grasen. Ja, das... Gut, das ist natürlich jetzt auch fast ein bisschen gemein. Hier ist ja auch... Obwohl, doch, da ist noch Grünes. Guck mal, geh ein Stück weiter, dann hast du es. Ja, der sucht sich immer seinen Weg. Also ich lasse den eigentlich immer. Und meistens steht er dann erstmal, bis und er guckt. Die Lage gecheckt Ach, guck mal hat. Hier. Guck mal hier, ja, du bist echt groß. Ich sehe es jetzt gerade. Sag mal so... Das sieht ja jetzt alles sehr harmonisch aus. Ihr seid super erfolgreich unterwegs, aber so einfach war es nicht immer. Nee, der hatte schon, also wir haben den ja 2,5-jährig als Hengst gekauft, beziehungsweise von der Körung. Da warst du aber noch nicht dabei. Du hast ihn nicht selber ausgesucht. Da genau, den hat mein Chef im Prinzip ausgesucht, Herr Baumgürtel. Und genau, dann kam er zu uns und ich habe ihn dann quasi nach dem 30-Tage-Test übernommen. Da war er noch Hengst.
Da war er noch Hengst, der war bis 7-jährig ja. Hengst. Wir haben den erst Anfang 7-jährig legen lassen. Warum? Weil er auch gekörter Prämienhengst war und ja, so einen kastriert man natürlich auch nicht so gerne. Ne, aber gut. Warum er stand sich so ein bisschen damit im Weg einfach, weil das immer schwierig war. Also mit anderen Pferden und mit anderen Ponys. Hier mit den Mädels, das war nie ein Problem. Je mehr, desto besser. Problem war immer, wenn ich von den anderen Pferden weg musste. Und dann hat er ja immer wirklich im Schritt gewirrt und angezackelt und so. Und das hat sich so ein bisschen etabliert und das hat mich immer so ja, viel Punkte gekostet, dass wir dann irgendwann gesagt haben, das macht ja keinen Sinn. Und das ist jetzt, ja. Na, das ist schon ein Prämienhengst kastrieren. Das ist, ja. Das ist echt eine Überwindung. Aber es hat ihm wirklich gut getan. Also so im ganzen Umgang, ich meine, das ist schon ein waches Pferd, aber der war einfach so sehr dominant dann auch und anstrengend. Also für mich zum Reiten jetzt nicht, aber für die Mädels zum Fertigmachen und... Ach so, ja, denn ich meine, geritten wird er doch nur von dir, oder? Ja, ja. Aber ich schaffe das ja nicht selbst, die Pferde noch alle fertig zu machen, weil ich doch relativ viel zu tun habe. Und wir haben viele junge Mädels, Auszubildende und... halt Jahrespraktikantin und das ist dann auch einfach so ein bisschen zu gefährlich einfach, ne? Wenn die dann so auch so hengstig sind und... Naja, außerdem ja. Jetzt mal ehrlich, erhöht es ja auch seine Lebensqualität. Eben. Ich meine, als Hengst hättest du wahrscheinlich jetzt nicht hier, ich weiß nicht, ob da eine Stute nebenan steht, das wäre ja auch ein bisschen schwierig nee, geworden, Nee, das war, hat ihn eigentlich gar nicht gestört. Das war egal. Nee, das war okay. Gar nicht, der war nicht in dem Sinne hengstig, der war einfach nur... Aber der hatte immer voller Energie und Tatendrang und war dann einfach unruhig. Der konnte nicht stillstehen. Dann hat er wieder ausgeschlagen, dann hat er vorne gekratzt. Also das war einfach so ein bisschen so. Und dann halt das Problem auf dem Turnier von den anderen weg. Ja, okay. Und ja, okay. Das erstes ist dann einfach Mal schade auf ihn drauf, nach dem 30-Tage-Test. Okay, nach dem 30-Tage-Test ist sowieso alles noch mal ein bisschen anders. Aber erstes Gefühl, das ist er. Als ich das erste Mal drauf saß, das war gewaltig. Also das war wirklich, also ich hatte noch nie so ein Pferd vorher und das war damals schon so. Also der hatte ja unheimlich viel Go und dann diese große Bewegung und trotzdem so viel Elastizität dabei. Und auch damals schon, das war so einfach, den zu versammeln. Man musste nur einmal so ein bisschen still sitzen und er kam zurück. Also das war unheimlich rittiges Gefühl da drauf sofort. Und man konnte natürlich auch merken, dass da wirklich sehr viel Go auch drin steckt. Also müde kriegt man den nicht so schnell. Gut, das darf wahrscheinlich auch nicht das Ziel sein, weil nein. Dann konditionierst du ihn ja noch mehr. Ihr seid ja dann relativ straight den Weg auf der Erfolgsspur los. Erzähl uns einmal eure Stufen ganz kurz. Das erste Mal habe ich den eigentlich vorgestellt, als er 5 war. Aber Ziel war eigentlich von Anfang an, dass das ein Grand Prix wird. Das war auch klar eigentlich von Anfang an. Und das Gefühl hatte man eigentlich sofort, weil gerade dieses Versammeln, und das war 4-jährig schon. Wir haben den jetzt nicht versammelt, aber man merkte das einfach. Man hat einmal dran gesessen und einmal still gesessen und er nahm sich sofort auf. Also das ist unheimlich bei ihm gewesen. Und deswegen haben wir den sehr, sehr gezielt auch und sehr dosiert eingesetzt. Also der ist 5-jährig, glaube ich, nur 2 Turniere gegangen. 6-jährig nur 2, eine Quali und Bundeschampionat. Und ich glaube, 7-jährig habe ich auch nur die Quali zum Nürnberger geritten und dann Nürnberger. Also der hat wirklich, wenig Turniereinsatz erstmal gehabt, weil es auch aufwendig war als Hengst einfach mit ihm. Und weil es, ich finde, jetzt auch nicht nötig ist, weil ich hatte ein anderes Ziel damit und ich habe immer gedacht, den schone ich lieber und ich gucke einfach, dass er gesund bleibt und bei Laune ist. Und ja, das hat auch toi 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 wirklich sehr gut so funktioniert, weil ich meine, er hat jedes Jahr seine Leistung gebracht und das Pferd ist, glaube ich, eins der gesündesten, was wir haben. Da war noch nie was dran, toi toi toi. Mhm. Also der Plan ist bis jetzt wirklich immer aufgegangen und der ist die Treppe ja dann auch so ganz klassisch mit Bundeschampionat, genau, Nürnberger, genau. Louis d'Or. Und 8-jährig hat er schon 4 Sterne international gewonnen. Dieses Jahr jetzt 5 Sterne. Ja, 5 Sterne, ich wollte, ja schade, 6 Sterne ja. Gibt's nicht. Was, nee. Was ist denn das nächste Ziel? Also erstmal, dass das alles so gesund weitergeht eigentlich. Also dass er gesund bleibt und dass wir da so viel Freude mit weiterhin haben und ja. Das ist wirklich jeden Morgen erstmal, auch wenn ich nicht so gut drauf bin oder so morgens, kann das ja schon mal sein. Ich bin jetzt nicht so der Frühaufsteher oder ich habe einen schlechten Tag und ich habe den geritten, dann geht schon wieder alles. Also das dann ist geht's dann gute Laune so. Ja, sozusagen. Definitiv, ja.
Sag mal, wenn du sagst, nur 2 Turniere im Jahr, ne? Das heißt ja aber auch, es gibt ja durchaus Pferde, die brauchen alle 4 Wochen mal so einen anderen Platz oder eine andere Halle, andere Umgebung. Das heißt aber, Kuckig ist da gar nicht, das ist ihm egal? Nee, also das war noch nie. Gucken tut er gar nicht, je mehr, desto besser. Also das ist nicht das Problem. Wenn, dann ist er mal eher so ein bisschen geräuschempfindlich. Aber das geht eigentlich auch. Also der ist schon eigentlich ein sehr konzentriertes Pferd. Also in der Prüfung oder wenn ich in der Arbeit mit dem bin, dann kann man den schon sehr, sehr gut auf sich konzentrieren. Aber ich hatte das ehrlich gesagt auch noch nie so, dass ich mit einem Pferd so regelmäßig losfahren musste. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich die bis 5-jährig auch gar kein Turnier reite. Also weil wir die auch sehr, sehr prinzipiell nicht. Nee. Also wir reiten die sehr, sehr spät auch an. Erst mit 4, weil ich finde das auch ehrlich gesagt sinnvoll. Erstmal zur Gesunderhaltung und zweitens, im Prinzip gehen die gleiche Prüfung 3-jährig wie 4-jährig. Deswegen weiß ich nicht. Und trotzdem lassen wir uns da sehr viel Zeit mit und trotzdem gehen die 6-jährig Dressurpferde M. Also das finde ich, das holt man nachher auf, wenn man denen einfach am Anfang mehr Zeit gibt. Und ich glaube, oft ist das auch eine Durchlässigkeitsfrage, wenn die Pferde unkonzentriert sind oder natürlich, wenn alles neu ist und die sind ein bisschen aufgeregt, dass das schon mal schief gehen kann. Aber da muss man vielleicht auch mal üben. Aber normalerweise hatte ich das immer so, wenn ich später losgefahren bin mit denen und die waren durchlässig. Und ich meine, je weiter ein Pferd ausgebildet ist, desto mehr stehen die an den Hilfen und desto konzentrierter sind die auch. Und desto je durchlässiger die sind, desto weniger gucken die eigentlich auch. Dass das mal vorkommt, ich meine, das ist ein Lebewesen, das ist ja ganz normal. Aber also ich muss sagen, ich habe da so für mich eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Was war denn der Moment, an dem du mega, super, hyper stolz, der stolzeste Moment auf deinen Sohn, hätte ich jetzt fast schon gesagt, auf Abiglen? Das war eigentlich letztes Jahr, als der 8-jährig da in Oldenburg 4 Sterne gewonnen hat, den Spezial gewonnen hat, der war ja auch wirklich gut besetzt. Und jetzt auch in München, also 5 Sterne zu gewinnen. Ich glaube, das passiert jetzt, also ich meine, ich bin ja ein normaler Berufsreiter, sage ich jetzt mal. So ein Pferd hat man, glaube ich, nicht oft. Das ist schon mal das Erste als Berufsreiter, dass man so eine Möglichkeit hat, überhaupt so ein Pferd zu haben und reiten zu dürfen. Und ja, dann 5 Sterne damit gewinnen, also das, da war ich schon ein bisschen stolz, ja. Ja, das verstehe ich. Ja, weil er da auch wirklich eine sehr, sehr schöne Runde ging und einfach auch schön und durchlässig das war und das war einfach alles leicht und das hat echt Spaß gemacht in München. Also das war echt sehr gut. Ja. Gab es auch schon mal einen Moment, da hast du dich echt über den geärgert? Nicht so wirklich. Ne? Den Eindruck hat man nämlich. Die haben schon recht hier, wenn der ganze Hof sagt, der darf alles. Habe ich wirklich so, nicht so. Also es gibt auch selten einen Tag, wirklich sehr, sehr, sehr selten, wo man jetzt das Gefühl hat, er war jetzt heute nicht so konzentriert oder motiviert. Also der ist schon wirklich jeden Tag sehr arbeitswillig, sehr leistungsbereit, sehr leistungsfähig auch. Und der hat sehr, sehr viele Pausen auch. Also ich mache ja nach jedem Turnier so 2 Wochen auch komplett Pause dann. Also ich bewege den und der kommt raus. Und easy. Ja, aber ich mache dann auch mal schon mal reitfrei. Also dass er dann gar nicht unterm Sattel geht, aber oder mal an der Longe einfach sich so ein bisschen frei bewegen kann. Aber 2 Wochen wirklich runterfahren, einfach wieder und danach wieder langsam anfangen. Und das ist eigentlich, auch mit den anderen Pferden mache ich das. Also mache ich jetzt nicht nur mit ihm, aber das ist eigentlich mehr für den Kopf als für den Körper. Für die Pferde für den Kopf, weil die müssen ja auch ein bisschen Spaß daran behalten. Und für die gesunde Erhaltung. Und auch, ich finde, das ist ein Leistungssport. Also ich meine, was die im Viereck leisten müssen im Grand Prix-Sport, das ist ja schon Wahnsinn. Und ein Leistungssport, das ist ja bei den Menschen nicht anders, die können ja nie immer auf diesem Top-Level bleiben. Also die muss man halt immer wieder so ein bisschen hochfahren und darauf hintrainieren und dann aber auch wieder eine Erholungsphase geben, dass das alles sich regenerieren kann. Das ist ja bei Menschen auch so. Also, also mal mit kurzen Worten, das ist dein Riesenschatz, das hört ja man schon aus jedem definitiv Wort raus. Ist es dein Kumpel oder würdest du, Kumpel ist falsch? Das kann man vielleicht auch sagen, weil das ist schon ein bisschen anders, wenn ich mit dem umgehe, als wenn jetzt so die Mädels und die Pflegerinnen das vielleicht machen. Also der ist schon sehr auf mich fixiert, glaube ich. Also das mache ich aber auch alles selbst, also auch auf dem Turnier, dann gehe ich selbst mit dem Grasen und weil mir das dann einfach auch sicherer ist, wenn der mal rumspringt und ja, dann das
weiß ich nicht, das haben wir von Anfang an so gemacht und den habe ich so ein bisschen so gemanagt und ja, das macht mir auch Spaß dann am Turnier. Ich meine, wenn ich losfahre mit ihm, dann habe ich das meistens so gemacht, dass ich dann wirklich nur ihn mit habe und mich auch voll auf ihn konzentrieren kann und dann auch wirklich den Tag so ein bisschen gestalten kann und ja, wirklich dann auch mal nachmittags einfach grasen gehen, eine Stunde und dass da einfach, oder mal spazieren gehen, dass da einfach so ein bisschen Ruhe drin bleibt und ja, dass der ein bisschen Beschäftigung hat und genau. Also ich sehe schon, das ist das totale Duo. Ja. Aber Glenn, vielen Dank, dass du heute so oberanständig mit uns warst und gar nicht hier rumgesprungen bist. Das erzählt er uns nur. Ja, ich glaube, wir haben ganz schön gesehen, das ist das totale Team, auch bei diesen beiden hier. Also das ist bei euch beiden wirklich sehr schön rübergekommen, was das hier für ein Teamwork ist. Markus, jetzt haben wir dich vorhin so ein bisschen unter Druck gesetzt und du hast das wirklich bravourös gemacht. Denn ihr könnt heute natürlich wieder einen unserer beliebten Klipmann-Horst-Eimer gewinnen. Einfach einen Freund in den Kommentaren bei Facebook hier markieren und dann könnt ihr diesen Eimer gewinnen. Und das ist nicht einfach ein Klipmann-Horst-Eimer, denn Markus kann tatsächlich auch zeichnen. Und wir haben ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe es schon gesagt. Wo ist es? Hier. Vom Allerfeinsten, ich würde sagen, mit einem Gruß von Lucy und von Markus. Das ist der perfekte Glückseimer, könnt ihr hier bei uns gewinnen, ganz klar. Markus, ist ja schon ein bisschen her, dass wir vorhin bei Abeglen waren, ne? Du wolltest doch, glaube ich, ganz dringend noch mal nach ihm gucken gehen. Ich mach das doch gerade mal, so ganz unauffällig sozusagen. Wunderbar, danke dir. So, Lucy, jetzt ist er weg. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Tacheles reden. Jetzt wollen wir natürlich schon gern mal kurz wissen, als Trainer, was ist er? Er ist ja so ein eher ruhiger, zurückhaltender Typ. Und als Trainer, brüllt er da permanent über den Platz oder was ist er für ein Typ? Nein, also eigentlich sehr, sehr angenehm. Er gibt super Tipps. Angenehm, das ist ja eine schöne angenehm, Formulierung. Er gibt super Tipps und er kennt zum Beispiel Sweetheart jetzt auch in- und auswendig, weil er sie halt voll geritten ist. Und das ist natürlich dann schon mal was ganz anderes in verschiedenen Situationen, wie er helfen kann. Und das ist eigentlich echt sehr, sehr gut. Und auch auf den Pony-Europameisterschaften hat er wirklich immer mich super unterstützt, mich super trainiert. Und das hat eigentlich echt immer super geklappt. Ist er denn auch beim Unterrichten so ruhig oder wird er schon mal laut? Nein. Also laut heißt ja gar nicht böse, sondern vielleicht auch ehrgeizig laut oder so. Nein, also eigentlich ist er wirklich immer sehr, sehr ruhig dabei und versucht alles so ruhig wie möglich rüberzubringen. So kommt es rüber. Aber das klappt echt immer sehr, sehr gut und ich bin auch total dankbar, die Möglichkeit zu haben. Worauf legt er denn besonders viel Wert im Training? Ich würde sagen auf die Basics, weil wenn die Basics nicht stimmen, können die Lektionen auch nicht stimmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das heißt also, du musst ganz viel Übergänge reiten, Schritt, Trab, ja. Galopp oder was ist so? Gibt es sowas wie ein Konzept, an das ihr euch festhaltet oder? Ja, zum Anfang natürlich immer schön lösen und dann weiter mit Schrittpausen und dann erstmal ein bisschen Schritttour üben und halt das ganz tagesformabhängig, wie die Pferde so drauf sind. Jetzt hast du so schön gesagt, auch oft bei den Europameisterschaften hat er dich so schön unterstützt. Ja. Was genau heißt das? Ich meine, ihr könnt da ja nicht mehr Neues üben, das ist ganz klar. Ist er eher der, der dich dann beruhigt? Brauchst du das? Oder brauchst du vielleicht auch einen, der dir sagt, komm, gib so ein bisschen Gummi, geht. Was macht er da? Ich glaube, eher ein bisschen beruhigen. Also klar, er trainiert mich natürlich. Und das klappt echt immer super, super gut. Und er ist auch selbst sehr ruhig. Und das gibt einem natürlich dann auch immer sehr viel Sicherheit. Wenn er da am Rand steht und du siehst ihn da stehen, das sieht man ja manchmal, dann gucken die Reiter wirklich mal kurz so rüber und dann gibt es ein Nicken. Also eigentlich gibt es immer nur ein Nicken, weil ein Kopfschütteln wäre echt blöd in dem Moment. Ist das schon was, was dich beruhigt, nur wenn er da steht? Ja, auf jeden Fall, doch. Auf jeden Fall. Also das hilft dir schon. Ich habe dann ein besseres Gefühl und sicheres, ja. Und dann kommst du raus und die Prüfung war super. Ist dann sofort eine Rückmeldung von ihm da oder brauchst du deine Zeit und er ist erstmal? Nein, sofort eine Rückmeldung und wir freuen uns total dann sofort. Und das ist so ein richtiges Teamwork. Gab es denn auch schon mal einen Moment, er hört es ja nicht, in dem du dich so richtig über ihn geärgert hast? Nein, also wirklich, ich freue mich immer, wenn ich mit ihm trainieren kann. Ich bin auch total dankbar, die Möglichkeit zu haben. Und es klappt echt immer sehr, sehr gut. Ja, das klingt ja wirklich hier wie der Traum total. Markus, du könntest jetzt wiederkommen von Abigl, um es mal so zu sagen. Und geht's ihm gut? Ist alles in Ordnung? Ja, ich hoffe doch. Mensch, Lucy, wie es der Zufall will, du wolltest doch sicher auch noch mal zu Sweetie gehen, ne? Oder? Wir machen das hier mal total lässig.
So, jetzt habe ich gerade schon gehört, du bist total streng, brüllst immer nur darum, lässt dich total gehen. Okay, hatten wir fast mit gerechnet, jetzt kurz im Ernst. Lucy, du hast vorhin schon mal gesagt, du bist echt happy, weil die zwei Geschwister irre talentiert sind. Was würdest du sagen, was ist ihre totale Stärke? Definitiv die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können. Und zwar dauerhaft und täglich. Und das ist einfach, also es gibt keine Diskussion. Man sagt was und die setzen es um und es wird gemacht. Und es gibt, ja, wie gesagt, keine Diskussion. Die nehmen das an und ja, respektieren das und die respektieren mich und ich respektiere die. Und ich glaube, das ist eine ganz gut wechselwirkende Beziehung. Also das klappt eigentlich ganz gut. Also die Fähigkeit, sich zu konzentrieren definitiv und Sachen umzusetzen, würde ich sagen. Also die haben da sehr viel Geschick und Gefühl, beide. War das denn von Anfang an, dass das so super mit euch ging? Denn du hast, glaube ich, vorher gar nicht so viel trainiert, oder? Ich habe eigentlich immer trainiert. Okay. Aber mehr so ja, am Reitverein und so, abends mal. Und ich hatte immer so ein paar Schüler, doch das schon. Auf dem Niveau vielleicht jetzt nicht, aber das habe ich schon immer gemacht. Aber das war mit uns eigentlich von Anfang an sehr unkompliziert, weil die beiden sehr unkompliziert sind, weil die ja einfach auch nichts in Frage stellen, einfach machen und wirklich reiten. Und ja, es wird nicht gesprochen oder natürlich redet man mal, aber es wird eigentlich ja so angenommen und gemacht und dann funktioniert das. Also die erste Euro 2016, da warst du schon dabei. Kannst du dich noch daran erinnern, als Lucy da eingeritten ist? Bist du auch so cool wie sie, hätte ich jetzt fast gesagt. Du warst, aber du hast zugeguckt, bist jetzt nicht hinter dem nächsten Busch gerannt. Ich habe schon zugeguckt, aber also ich glaube, ich war der nervöseste von allen. Also die Lucy hat schon ja, wirklich Nerven wie Drahtseile, das muss man sagen. Die ist, glaube ich, auch nervös, aber die kann das sehr gut kompensieren und macht das so ein bisschen mit sich aus. Also ich kann das nicht so gut, muss ich sagen. Selbst wenn, also wenn ich selbst reite, nicht. Und also ich glaube, ich bin nervöser, wenn ich am Rand stehe, als wenn ich selbst reite fast. Ja, das ist ja oft so. Ja. Und das ist ja manchmal ganz schwierig. Also wenn es gut geht, ist klar, dann freut man sich und sagt, juhu, jetzt kommt aber mal ein Ritt. Es gibt es ja auch schon mal, der vielleicht nicht so funktioniert. Bist du dann der Typ, der sie aufbauen kann? Oder ist das dann vielleicht doch eher die Mutter? Oder macht ihr das zusammen? Ich glaube, das machen wir beide. Aber das ist auch, also es gibt Schlimmeres im Leben, glaube ich. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens... Als eine Prüfung zu verbocken oder genau, als... Genau, also das finde ich, also davon geht die Welt nicht unter. Außerdem arbeiten wir immer mit Lebewesen. Also die haben nun mal ein Eigenleben und es kann immer was passieren. Es können Fehler passieren. Oft sind es auch äußere Umstände, die zu Dingen führen. Oder es ist einfach was schiefgelaufen, ja, dann ist das so. Aber ich meine, die haben schon so viele tolle Prüfungen auch geritten. Dann kann es auch mal schief gehen. Also es muss schon grundsätzlich passen alles und es muss auch schon grundsätzlich stimmen, aber wenn da mal was schief geht, finde ich, dann klar baut man einen dann auf und es bringt auch nichts, das Gegenteil zu tun. Also man muss eher motivieren und ja, ja, dann gab's, ist der Spaß ja auch. Gab es schon mal einen Moment, in dem dich Lucy total verblüfft hat mit irgendwas? Ja, gibt es viele Momente. Also das ist, ich meine, mit 12 Jahren, wie groß war die da, als die da ihre Euro geritten hat und dann mit einer ja, Selbstverständlichkeit da durchzureiten und ich meine, was die da für eine Prüfung auch hingelegt hat, also das war schon wirklich Wahnsinn und auch dann das erste Mal Kür reiten und so, das ist ja auch für so, sag ich mal, das war mit 12 Jahren ist man ja wirklich noch Kind, also das so alles hinzukriegen, ja, das ist schon verblüffend. Aber auch jetzt im Juniorensport, ich meine, das ist, ging ja nahtlos ineinander über. Diese Umstellung von so einem Ponytrap zu Sweetheart. Sweetheart ist ja wirklich, die hat ja eine sehr, sehr schwungvolle Trabarbeit, das sitzen zu können überhaupt und das alles so umzusetzen. Und das war eigentlich von Anfang an, sage ich mal, fließend und ja, dass man das so hinkriegt, da gehört schon ein bisschen Talent zu, glaube ich. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast 3 Stichworte. Beschreib mal Lucy mit 3 Stichworten. Ehrgeizig, fair und, es gibt so viele Sachen, aber also ehrgeizig und fair würde ich auf jeden Fall sofort sagen.
Ja, und sie hat sehr viel Gefühl, würde ich sagen, fürs Pferd. Und jetzt kommt die Gegenfrage, beschreib dich mal mit 3 Stichworten. Ja, eins hatten wir ja schon, ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Oh ja. Aber auch sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig, glaube ich. Also ich kann dann schon sehr viele andere Sachen ausblenden, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Nicht zuletzt Teil deines Erfolges. Du Lucy, ist alles gut? Kannst wiederkommen. So, ihr zwei, normalerweise gibt es am Ende unseres Talks immer ein Speed-Interview. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Da habe ich gedacht, bei 2 ist das doof, dann quatscht ihr immer zwischen, also jeder auf einmal, das ist irgendwie nicht gut. Jetzt habe ich es mir ein bisschen anders überlegt. Gibt es auch schon, guck mal, du kriegst jetzt eine Karte. Da steht jetzt Markus drauf, bei Lucy steht Markus, bei dir Lucy und auf der anderen steht ich. Ja, und ich stelle eine Frage. Das Mikrofon musst du wahrscheinlich einmal eben weglegen, brauchst du auch nicht. Ich stelle eine Frage und ihr dürft natürlich nicht beim anderen spicken. Ich frage immer, wer irgendwas besser kann. Okay, und dann müsst ihr natürlich die Karte schon so rumhalten, dass unsere Kamera die auch sieht. Habt ihr das Prinzip verstanden? Wir machen eine Testfrage. Wer ist älter? Sehr gut, verstanden, sehr gut. So geht's, genau so. Also, wer von euch hat mehr Geduld? Nicht spicken. Aha, okay, das läuft ja hier schon mal. Okay, wer hat definitiv die cooleren Reitklamotten? Ihr seid euch ja einig. Wer ist der größere Morgenmuffel? Ey, ihr zwei, ihr seid ja echt. Wer ist pingeliger mit den Pferden? Okay, jetzt läuft's. Wer hat die besseren Nerven? Und wer ist witziger, gewollt oder ungewollt, egal. Ah, okay. Also ihr seid euch nicht immer einig, das nur mal so ganz nebenbei. Ihr zwei, das war ein sehr, sehr netter Tag hier bei euch. Vielen, vielen tausend Dank. Wir drücken extremst die Daumen für die Euro. Wir drücken ganz arg die Daumen weiter mit Abeglenn, mit deinem Sohn, Kumpel, alles auf einmal. Wir sagen Tschüss von dieser Seite.